Moin Moin und willkommen zum Let's Play von Garry's Mod Stranded. Gleich vorweg, ich habe später gemerkt in der Aufnahme, dass die Leute ziemlich dazwischen gequatscht haben auf dem Server, wo ich das gezeigt habe. Und wenn ich nicht ganz zu verstehen bin, tut es mir leid. Ansonsten, ich habe versucht, das Ganze so weit runter zu bearbeiten, aber ja, schaut es euch an, habt Spaß. Vielleicht findet ihr ja Gefallen an der Mod und wollt sie selber spielen. So, hey, moin moin und willkommen zu einem weiteren Let's Play. If you're gonna dive slavation or something, then feel free to eat, but don't just sort of go, wie man hört, wir spielen ein wenig online im Multiplayer mit ein paar Leuten und zwar eine Stranded Mod. Sprich, quasi Minecraft in Garry's Mod, ja. Eine ganz bekannte Mod. So, man sieht, wir sind ziemlich voll hier, es gibt so einige Leute und ja, wollen wir nochmal gucken hier. Also anfangen müssen wir, ich zeige euch oben, wenn ihr oben links das seht, unsere Health-Anzeige, unser Hunger, unser Durst und irgendwie was auch immer das da ist, ist glaube ich der Schlaf, den wir brauchen. Skills haben wir momentan noch gar keine, weil wir frisch angefangen haben. Da gibt es hier normalen Survival-Skill, das ist quasi das normale Level. Ressourcen, das ist unser Inventar. Kommando, ist auch klar. Drink Water, Drop Weapon und so weiter, das ist damit es ein bisschen vereinfacht ist. So, wir fangen jetzt mal an und durchsuchen erstmal den Boden, weil, ja, mal gucken, was wir so finden. Harvesting finden wir hier was. Hier, Sand haben wir gekriegt. Herbs. Daraus kann man Tee machen. Berries, auch ziemlich witzig, kann man essen. Nochmal Berries. So, jetzt muss ich gleich mal gucken. Normales Meerwasser ist salzig, das kann man nicht trinken. Man hat auch noch kein Rennen in dem Sinne. Oh, da sind Ameisenbären, da muss man auch aufpassen. Die machen einen kaputt. Da kann man aber abfarmen, um was zu essen zu holen. So, und ich will jetzt mal gucken hier, ob man... Oh ja, das ist Meerwasser. Überhaupt nicht gut. Nice place. Get out. Ja, die sind hier schon alle ziemlich zocken, die Engländer, Amerikaner. Das Wichtigste, was wir jetzt erstmal brauchen, ist ein Unterstand. Dazu bräuchten wir eigentlich Holz. Da hinten ist ein... Da sind auch Bäume, aber... Die müssten wir eigentlich pflanzen, nicht, dass wir hier Leute beklauen. So. Bananen, auch ziemlich gut. Das Lustige ist, bei den Früchten, die kann man... Die stehen gleichzeitig auch Durst. Den Durst, ja. Nichts gefunden. Weil ich bräuchte eigentlich ein wenig Holz, um mir einen Unterstand zu bauen. Gucken, ob das hier Holz ist. Nee, das wird wohl eine Plantage sein. Und frage ich gleich mal bei jemand anders nach, ob der eventuell ein bisschen Holz für mich hat. Also ich klaue mir mal ein bisschen was. Korn. Ja, momentan haben wir halt nur Hände, deswegen dauert das ein bisschen. Nein, das war, ich mir fällt gerade auf, dass das Wasser doch normal ist. Gut, oh, jetzt haben wir ein bisschen zu viel dabei und jetzt müssen wir Scheiße rausschmeißen. Drop Resources. Sand brauchen wir momentan nicht. Bananen nehmen wir wieder mit. Holz. Orangen. Ach komm, stopp. Egal. Oh wow. Muss ein bisschen aufpassen. So, yeah, sorry, I kinda cut down. Berries. So, jetzt sind wir schon wieder voll. Aber wir haben schon mindestens 4 Holz, um uns zumindest mal einen Unterstand zu bauen. Am besten machen wir das mal hier. Dazu rufen wir das normale Garry's Mod Menü auf. Iron, Wood, Tables and Desks. Nee. Physikkram. If you got a tree would be nice.
Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Da haben wir auch genug Holz schon dabei. Zack, ein Level up. Daraus bauen wir jetzt einen Unterstand. Wenn wir nämlich nicht in mein, unter einem Unterstand schlafen würden, dann würden wir nämlich morgens, keine Ahnung, wie man das nennen soll, gerädert aufwachen und dann können wir uns bewegen. So, das ist das Erste, was man braucht. Planting. Wir brauchen auch mal zu essen. Orangen haben wir dabei. Und Bananen, das ist für den Anfang eigentlich gar nicht schlecht. Danke. So, man kann von den Ameisenbären auch Scheiße einsammeln und die kann man als Dung benutzen, auch ganz lustig. Nee, keine Bananen mehr, also weitere Orangen. So, Melonsamen wären ganz gut eigentlich, weil die bringen am meisten, auch was, was den Hunger angeht. Ja, Hunger und Durst. So, jetzt müssen wir erstmal was trinken. So, habe ich nur noch 19% drauf. Voila. Ich bin da im Wasser. So, man kann das Wasser auch in Flaschen abfüllen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, auf dem Stück sollten wir reichen. Machen wir uns nochmal voll. Zack. Noch zu essen haben wir angepflanzt. Schlafen brauchen wir noch nicht unbedingt. Holz wäre ganz gut. Nochmal, dass wir ein bisschen was brauchen. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns eine Werkbank bauen natürlich. So, Construction, lass uns doch mal gucken. Seatings, Lightning, Tables and Desks, Cargo and Tanks, nee. Why do I have an error for the gun lab? Ouch, 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 die quatschen mir doch schon scheiße. Make Campfire, Combination, da wollte ich hin, so. Nee, Kombination, Urin könnten wir machen mit Wasserbottles, das ist aber auch egal. Strukturen, da wollte ich hin. Furnace ist zum Einschmelzen. Wo haben wir sie denn? Factory, Chopper Furnace, Iron Furnace, Stone Workbench hier. Stone Workbench, 30 Stone, 20 Wood. Ah, keine normale Workbench hier. Eigentlich gab es da immer eine, aber anscheinend ist sie wohl hier nicht mehr ganz dabei. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal. Ja, jetzt sind wir am Vollen, wir brauchen unsere Hände wieder. Wir müssen irgendwie... Man kann nicht einfach normale Steine nehmen. Oh, guck mal, wir haben schon mal hier jetzt... was zu essen. Man sollte eigentlich, wenn es geht, einen Löffel essen, weil dann bekommt man nämlich die ganzen Samen wieder und kann sie wieder neu anpflanzen. Aber gut, okay. So, und ich müsste jetzt noch was zum Abbauen an Stein und so finden. Man kann leider nicht an die normale Wand gehen, die ist zu hart. Autsch, autsch, autsch. Der Typ quatscht auch irgendwie schon. Ob ich den ausgeschaltet kriege, muss ich gerade mal gucken. Nee, leider nicht. Ne, guck mal, der hat hier zum Beispiel ein Haus, die kann man sich wohl auch mit anschaffen. Gun Labs, also der ist schon ziemlich weit, muss dazu gehen. Der hat sogar ein Drinking Fondant da hinten. Oh ja, ja, der war ein bisschen out. Da oben könnte man eventuell sonst noch, glaube ich, hin. Hätte sonst gedacht, wir ziehen einfach mal auf. Aber das bringt uns, glaube ich, nicht viel, weil wir da unten oben nichts zum Essen anpflanzen können. In my lab. Far away from my mouth. Yeah. Noch eine Runde Schirm ist auch in Ordnung, da diese komischen Steine.